Augustinus widmet sich einem Problem, das während des gesamten Mittelalters wichtig blieb, der Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Vernunft. Nach Augustinus ist der Glaube der Vernunft zwar übergeordnet, kann ohne sie aber keine Erkenntnisse gewinnen. Da Gott der Schöpfer von allem ist, können wir in allen Dingen auch die Spuren des Schöpfers finden und ihn dadurch vage und indirekt erkennen. Die Dreiteilung Gottes, das heißt die Trinität, findet sich zum Beispiel auch in der menschlichen Seele als Aufteilung in das Gedächtnis, den Willen und die Einsicht. In unserem Modell zeigen die drei Linsen im Dreieck die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist dadurch, dass sich diese ineinander spiegeln. Nur weil von der göttlichen Dreifaltigkeit Erleuchtung und Liebe ausgehen, kann der Mensch mit Erkenntnis und Gegenliebe antworten. Im Modell wird diese Wechselwirkung durch die Pfeile zwischen dem göttlichen Dreieck und dem menschlichen Kopf symbolisiert. Der Mensch trägt das Abbild der Trinität in der Seele. Während der Mensch sich hinauf bis zur Ewigkeit streckt, steht er mit den Füßen in der Zeit. Denn der Mensch als zeitliches Geschöpf steht in der Welt der Vergänglichkeit. Augustinus beschäftigte sich sehr intensiv mit dem Begriff der Zeit, was an seinem berühmt gewordenen Zitat ersichtlich wird. Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich es. Wenn ich es Fragenden erklären will, weiß ich es nicht. Der Mensch, der die Zeit unmittelbar empfindet, sucht nach Vergleichen, um dieses Erleben zu beschreiben und zu erfassen. Unser Modell verdeutlicht die Eigenschaften der Zeit durch Analogien zum Raum. Aufgrund seiner Ähnlichkeit mit der äußeren Erscheinung eines Insektes wird das Modell Zeitinsekt genannt. In seiner Mitte befindet sich der Zeitpfeil, der das Kontinuum symbolisiert, mit dem das Individuum die Zeit erlebt. Die Vergangenheit stellt sich dem Menschen als abgeschlossener, verdichteter Raum dar. Er umfasst sowohl die erinnerbare Realität als auch die nicht realisierten Möglichkeiten in der Vergangenheit. Die Gegenwart veranschaulicht das Zeitinsekt einerseits durch einen Knotenpunkt, eine Verdickung im Erleben des Individuums, andererseits durch eine Scheideebene, welche die Vergangenheit von der Zukunft trennt. Die Zukunft zeichnet sich dem erlebenden Ich als ein Raum der Möglichkeiten ab. Unser Modell stellt die noch nicht realisierten Handlungs- und Ereignisvarianten als Strahlen dar, die in verschiedene Richtungen des Raumes frei hineinragen. Während Gott außerhalb von Raum und Zeit steht und es für ihn keinen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt, bleibt unsere menschliche Bewältigung der Zeit mittels Prozessen der Erinnerung und Erwartung nur ein schwaches Abbild dieser Ewigkeit. Das Lebensrad zeigt immer nur den Spalt der Gegenwart. Vergangenheit und Zukunft sind nicht, sie sind im Dunkel. Aber der Erstreckung unseres Geistes gelingt es, die vielen Augenblicksspalten zu ganzen Bildern zusammenzufügen, wie wir uns am Modell selbst überzeugen können. Im Denken des Augustinus findet die Begegnung des jungen Christentums mit der griechischen Philosophie ihren ersten Höhepunkt. Aurelius Augustinus wurde 354 in Tagaste im heutigen Algerien als Sohn eines heidnischen Vaters und einer christlichen Mutter geboren. Als Lehrer der Rhetorik wirkte er in Karthago, Rom und Mailand und fand erst relativ spät im Christentum eine Befriedigung seiner Wahrheitssuche. Das Ringen mit der Offenbarungsreligion des Manichäismus, mit der Skepsis und dem Neuplatonismus einerseits und sein später als ausschweifend empfundenen Lebensstil andererseits beschreibt er in seinem Werk Bekenntnisse, ebenso wie seine Bekehrung zum Christentum. 387 wurde Augustinus getauft und 395 in Hippo in Nordafrika Bischof, wo er 430 während einer Belagerung der Stadt durch die Vandalen verstarb. Aus der großen Menge seiner Schriften sind neben den Bekenntnissen vor allem über die Trinität und über den Gottesstaat zu nennen. Augustinus übernimmt vom Neuplatonismus das Grundschema der
Gegensetzung von Geist und Welt, einschließlich der Abwertung alles Weltlichen. Allen Ideen des Augustinus liegt ein radikaler Schöpfungsgedanke zugrunde. Gott allein hat die Welt geschaffen. Dies unterscheidet ihn von seinen antiken Vordenkern, bei denen Gott Weltbildner und Ordner des Chaos war, der mit einer vorgefundenen Materie arbeitet, die er nicht selbst erschuf. Für Augustinus jedoch ist die Allmacht Gottes uneingeschränkt.